Supermaschine ist einer der besten KI-Bildgeneratoren weltweit und kann auch locker mittlerweile mit Midjourney mithalten, ist dabei aber um einiges günstiger. Außerdem hat Supermaschine mindestens zwei große Vorteile gegenüber fast allen anderen vergleichbaren Tools. Aber alle Details inklusive Einblicke in das Dashboard von Supermaschine, in die Programmoberfläche, alle Details gibt es in diesem Video. Viel Spaß! Ja, das Tool Supermaschine habe ich zum ersten Mal genutzt. Das ist schon eine Zeit her. Das war im Herbst 2022. Eines der ersten KI-Tools, die ich ja exzessiv benutzt habe, noch lange bevor der ganze Hype mit dem Launch von ChatGPT Ende November 2022 losgegangen ist. Und ich habe auch schon mal einen Testbericht, ein Video zu Supermaschine gemacht. Das kannst du aber vergessen. Denn mittlerweile hat sich dieses Tool so derartig weiterentwickelt. Es gibt so viele neue Funktionen, auch die Qualität hat sich um das Zehnfache verbessert, dass einfach hier mal ein neuer Testbericht wirklich sein muss und deswegen jetzt auch dieses Video. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um KI-Tools, aber auch Content-Generierung, Suchmaschinenoptimierung, WordPress, Online-Business und mehr. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Und nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du bei neuen Videos auch benachrichtigt wirst. Außerdem könnte es sich für dich lohnen, meinen Newsletter zu abonnieren, denn hier gibt es immer wieder mal ein paar ganz exklusive Dinge, die ich eben nur mit meinen Newsletter-Abonnenten teile. Also ein Abo lohnt sich da ebenfalls. Jetzt aber zurück zum Thema. Supermaschine. Also du siehst das Tool hier schon. Das ist eben die Startseite von Supermaschine. Ich verlinke dir Supermaschine auch unter dem Video. Und ich werde mich jetzt auch gleich einloggen. Ich denke, heutzutage ist es eigentlich ja schon nicht mehr wirklich erklärungsbedürftig, was ein KI-Bildgenerator ist. Außerdem werden wir es uns jetzt sowieso, wir werden ein paar Bilder auch live in diesem Video erzeugen. Aber mal nur kurz zur Einleitung, trotzdem, welche Technologie steckt dahinter und so weiter. Also Supermaschine ist, wie gesagt, ein KI-Bildgenerator, der auf Stable Diffusion läuft. Und eine Besonderheit, und die möchte ich gleich vorwegnehmen, seit neuestem ist auch schon Stable Diffusion XL, also SDXL in Supermaschine integriert. Und das ist das wirklich derzeit zum Aufnahmezeitpunkt des Videos, ist das wirklich, ja, ich würde mal sagen, die fortschrittlichste Technologie, die du wirklich nutzen kannst zur Erzeugung von KI-generierten Bildern. Aber neben Stable Diffusion XL sind auch sehr viele Custom Models integriert. Und falls dir das jetzt nicht sagt, was redet der da, denkst du dir vielleicht Custom Models, geht es jetzt nicht um ein Model, wobei da gibt es auch was, darauf gehe ich auch gleich ein. Nein, es geht darum, das Grundmodell ist zum Beispiel Stable Diffusion oder Stable Diffusion XL und dann wird teilweise auf diesen Grundmodellen immer noch, werden noch feingetunte Modelle entwickelt, die für gewisse Einsatzgebiete spezialisiert sind oder extrem gut sind für gewisse Einsatzgebiete. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, aufbauend auf der Grundtechnologie macht man ein sogenanntes Custom Model, also für Porträts oder für Manga und für cartoonartige Bilder und so weiter. Also du siehst es hier mal ein bisschen in der Vorschau. Wie gesagt, ich logge mich gleich ein, aber es gibt hier 55 plus Custom Models und fast jede Woche, es steht auch hier so, New Models Weekly, also ich weiß es nicht, ob es wirklich jede Woche ist, aber ja, also zwei, drei oder vielleicht auch viermal pro Monat kommt tatsächlich ein neues, feingetuntes Modell hinzu. Auch sehr viele, mit denen man eben fotorealistische Bilder erzeugen kann, zum Beispiel so wie Supermaschine General oder eben, ja, da gibt es eigentlich mittlerweile schon ziemlich viele fotorealistische Modelle und wie gesagt eben auch basierend auf Stable Diffusion XL. Also ich klicke hier mal auf Latest, dann sieht man hier mal eben Stable Diffusion XL ist integriert und auch hier dieses Custom Model MBXX Alpha. Man kann sich da auch schon immer so ein paar Bilder ansehen, die damit generiert wurden. Aber wie gesagt, wir werden uns jetzt sowieso gleich mal mehr Bilder im Detail ansehen und alle Funktionen zeigen. Ich würde aber sagen, jetzt gehen wir mal ins Dashboard. Ich bin eh schon eingeloggt. Ich klicke mal auf Generate Image.
Images. Und ja, jetzt bin ich im Dashboard. So sieht das aus. Hier siehst du auch schon die letzten Bilder, die ich zum Beispiel nur zum Spaß generiert habe. Ich wollte da mal probieren, ob man da auch ja von Kindern sozusagen fotorealistische Bilder machen kann. Ich mache das da mal ein bisschen größer. Man kann diese Bilder dann natürlich auch herunterladen ja, und größer machen, vergrößern. Also es ist ein KI-Upscaler integriert. Also du kannst auch bis zu einem gewissen Grad eine KI-Bildbearbeitung durchführen. Aber wie gesagt, auf die Details gehe ich ein. Aber so sieht das mal aus. Also ich zeige jetzt mal das Dashboard. Es ist eigentlich ziemlich simpel aufgebaut, was mir gut gefällt, weil man sich eben schnell zurechtfindet. Hier ist eben das große, ich mache es glaube ich ein bisschen größer, dass man es im Video vielleicht besser sehen kann. Hier ist das Eingabefeld für den Prompt. Der Prompt ist einfach die beschreibende Eingabe für dein Bild. Also ich könnte jetzt sagen, ja, eine Frau und so weiter. Ich denke, wir machen es gleich praktisch durch. Hier oben kann ich mir eben auswählen, welches Custom Model ich möchte oder welches Modell. Ich klicke jetzt mal auf SDXL, Stable Diffusion XL, und nehme eines meiner Lieblingsmodels, dieses MBB XL Alpha. Das gefällt mir extrem gut. Und dann kann ich hier eben einen Prompt eingeben, um ein Bild zu generieren. Also der Prompt ist wie gesagt eine beschreibende Eingabe, das sollte auch auf Englisch erfolgen. Und da ich weiß, dass die meisten meiner YouTube-Zuseher oder Abonnenten männlich sind, ich glaube sogar 88% sind männlich, nur 12% weiblich, würde ich mal sagen, wir generieren mal was für die Männer da draußen. Beautiful blonde woman in bikini, wearing a black hat, walking in the street, sunny day, photo realistic. Beziehungsweise schreiben wir beautiful, sexy, blonde woman in bikini, wearing a black hat, walking in the street, sunny day, photorealistic. Ich könnte jetzt auf generate image klicken, dann würde mir das generiert werden. Aber bevor ich das mache, klicke ich hier mal auf die advanced settings. Da kann ich zum Beispiel das Bildformat hier auswählen. Da könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte das jetzt vielleicht im Hochformat haben. Ich nehme da Portrait 3:4 und dann habe ich hier bei Stable Diffusion XL ist die maximale Bildgröße auf ja, 768 Pixel in der Breite und 1024 dann in der Höhe, wäre es jetzt in dem Sinn, weil wir Hochformat haben. Aber ich kann dann den Upscaler verwenden und das Bild um die vierfache Größe eben upscalen. Bei anderen Custom Models oder bei normalen Stable Diffusion hast du noch eine Bildgröße darüber, die du nativ machen kannst, kannst aber zusätzlich trotzdem auch den Upscaler nutzen. Also hier, wie gesagt, kannst du Bildformat, Bildgröße einstellen und dann auch, wie viele Bilder generiert werden sollen. Ich mache jetzt gleich vier, dann können wir uns gleich mal vier Ergebnisse durchsehen. Und dann gibt es hier noch weitere Einstellungen. Also hier zum Beispiel Negative Prompt, da können wir Dinge, die man ausschließen möchte, zum Beispiel Cartoon möchte ich ausschließen. Es soll nicht aussehen wie ein Cartoon, nicht wie ein Anime, nicht wie ein Sketch und so weiter. Also das wären Dinge, die man da eben ausschließen kann. Und dann hätten wir hier noch zwei Regler, Prompt Guidance. Das ist einfach, umso weiter du den nach rechts schiebst, umso genauer wird das Bild so gemacht, wie du es wirklich eingegeben hast. Also mein Prompt war jetzt wirklich kurz, aber es gibt ja Leute, die beschreiben das noch viel genauer und möchten da viel mehr Details haben. Und die Chancen, dass die KI es dann wirklich schafft, auch wirklich alle Details umzusetzen, werden höher, wenn du das nach rechts ziehst. Aber mit dem Nachteil, dass die KI dann weniger Spielraum hat und die Bildqualität da eher dann schlechter wird. Das heißt, wenn man jetzt eine gute Bildqualität haben möchte, dann, also 7 ist voreingestellt bei den meisten Custom Models und das ist recht gut. Man kann auch auf 6 oder 6,5 gehen und so weiter. Dann könnte es sein, dass irgendein Detail vielleicht nicht passt. Vielleicht ist der, ich habe geschrieben, wearing a black hat, vielleicht ist es dann ein roter Hut, keine Ahnung. Und Steps, ja, umso mehr Steps, umso besser auch theoretisch die Qualität. Ich nehme jetzt einfach 30 Steps, 4 Bilder und dann könnte man hier noch weitere Einstellungen machen, aber Euler A ist voreingestellt bei den Samplern. Ich würde, vor allem wenn du damit beginnst, würde ich mich damit nicht rumschlagen, belass es auf Euler A. Und ja, Album, du kannst dir nämlich eigene Alben machen, um da deine Bilder zu sortieren und so weiter. Ja, jedenfalls klicke ich jetzt mal auf Generate und das dauert dann schon ein bisschen, weil er jetzt eben 4 Bilder macht, ja, und auch in einer etwas besseren Qualität und so weiter. Also da müssen wir jetzt dann, ja, ich würde mal sagen, vielleicht eine gute Minute warten. Ich werde da jetzt einen Cut machen. Gut, die Bilder sind fertig, sehen auch alle sehr, sehr ähnlich aus, aber sicherlich kein schlechtes Ergebnis, wenn man sich das so ansieht. Ja, also er hat eigentlich das gemacht, beautiful, sexy blonde woman, liegt im Auge des Betrachters, aber ich denke, das hat er trotzdem ganz gut hinbekommen. Ja, und das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Was habe ich jetzt noch für eine Optionen, wenn ich da so ein Bild erstellt habe? Ich habe die Optionen zum Beispiel eben, ja, ich könnte es jetzt teilen und so weiter. Ich könnte es auch teilweise nachbearbeiten. Diese Funktion nutze ich aber nicht so oft.
kenn was, dann würde er das auf einer Arbeitsfläche öffnen. Genau, also ich klicke jetzt einfach mal da drauf. Dann wäre das Bild hier oben geöffnet und dann könnte ich da gewisse Dinge machen, dass man da eben Sachen ja mit einem Pinsel markiert und dann ändert. Da kann ich dann auch wieder einen Prompt eingeben und dann gewisse Dinge ändern und so weiter. Oder ja, oder das Bild erweitern. Ich könnte da jetzt zum Beispiel ein anderes Bildformat einstellen. Wobei das, muss ich sagen, noch ein bisschen rudimentär ist. Und aber eine Funktion, die ich eben sehr gerne nutze, ist Upscale. Das heißt, ich könnte das Bild jetzt auf die vierfache Größe vergrößern. Und da die KI ja immer wieder mal ja, beim Gesicht vielleicht Fehler macht, gäbe es noch die Möglichkeit Upscale and Face Enhance, also Gesichtsverbesserung mit automatischer Gesichtsverbesserung. Wenn ich hier aber schaue, denke ich, dass das passt und wir das gar nicht benötigen. Ich klicke jetzt mal auf Upscale und dann soll er mir das nochmal um die vierfache Größe vergrößern. Dann ist das Bild schon ziemlich groß. Ich möchte mal kurz, ich lasse das jetzt mal so, ich mache jetzt keinen Cut, aber kurz darauf eingehen, wofür braucht man eigentlich KI-generierte Bilder? Also du kannst KI-generierte Bilder eben nutzen, zum Beispiel für deinen Blog, für deine Webseite, für Social Media. Der Vorteil gegenüber Stockbildern oder auch kostenlosen Stockdatenbanken wie Pixabay und so weiter, ist einfach, dass diese Bilder halt individuell und einmalig sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein kostenloses Stockbild nehme von einer attraktiven blonden Frau und das in einem Beitrag zum Beispiel bei mir auf der Webseite oder in einem Blogpost und so weiter einbaue, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele Webseitenbesucher dieses Bild schon mal woanders gesehen haben, dieses Bild wiedererkennen und es ist halt nicht individuell. Und ich persönlich nutze ja eben auf meinem Blog auf robert-leitinger.com auch immer öfter KI-Bilder, weil die Qualität mittlerweile eben so gut ist. Ja, das wäre jetzt das heruntergeladene Bild. Es ist natürlich nicht perfekt in der 100% Ansicht, aber es ist eben schon ziemlich, ziemlich gut. Und vor allem muss man dazu sagen, das war jetzt einfach ja nur schnell zur Demonstration. Ich habe hier noch nicht mal ein Custom Model für Fotorealismus genommen, denn wie gesagt, hier oben, ich könnte auf All Models klicken und dann View All Models, dann sieht man wieder das so ähnlich, wie ich es am Anfang gezeigt habe und kann mir dann ein anderes Modell eben sozusagen aussuchen. Sehr gerne nutze ich auch so ein Modell wie Epic Realism. Also damit kannst du auch wirklich Bilder machen, ja, die sehr, sehr realistisch sind. Also hier, wenn man sich diese Bilder ansieht, ja, das sieht einfach extrem gut aus. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Custom Models mit an Bord. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch das sieht mega cool aus. Also es ist wirklich, ja, da muss man erstmal, und ich würde dir auch vorschlagen, wenn du dich für Supermaschinen interessierst, wie gesagt, Link unter dem Video, auch eventuell mit einem speziellen Deal. Also es lohnt sich wirklich, ja, unter das Video zu schauen. Also manchmal gibt es so versteckte Rabattaktionen, versteckte Deals. Ich gehe da aber nochmal drauf ein, wenn wir aufs Pricing kommen. Also schau mal unter dem Video, wenn es so einen Deal gibt, dann ist er da verlinkt und auch mein Supermaschinen-Testbericht zum Nachlesen. Dort werde ich ebenfalls immer den besten Preis verlinken. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn du jetzt anfängst mit Supermaschinen zu arbeiten, dann versuch nicht irgendwie da alle 50 oder 55 oder 60 Custom Models irgendwie zu nutzen oder auszuprobieren, sondern mach es so wie ich. Du kannst dir ein paar Models eben abspeichern, wenn du da wo drauf klickst auf ein Model, auf Info, kannst du hier auf Save klicken und dann kannst du dir quasi deine Favoriten anlegen. Die findest du dann hier unter Saved. Das sind dann eben die abgelegt, die du dir als Favoriten sozusagen hinterlegt hast und arbeite dann eben mit diesen Models, die du einfach öfter nutzt. Gespeichert werden diese Bilder ja für immer und ewig sozusagen in deinem Account unter Alben. Also da hast du hier mal einfach alle Bilder. Also ich habe mittlerweile schon sicherlich 10.000 plus Bilder damit generiert. Es dauert jetzt ein bisschen Loading Images. Genau hier sind die Bilder gespeichert. Wie gesagt, du kannst das auch in Alben sortieren und so weiter, also auch schon bei der Bildgenerierung kannst du sagen, du möchtest, dass das in einem speziellen Album ist, einfach für dich zum Filtern sozusagen, dass du wirklich ja, die Bilder auch ja, wiederfindest und so weiter. Und da findest du eben alle, ja, ich zum Spaß generiere ich halt immer so das ein oder andere Bild, also hier mal zum Beispiel ein Bild von einem Auto und so weiter oder hier mal von einem Wohnzimmer. Das sind auch Bilder, die man gut auf Stock-Plattformen wie Adobe Stock verkaufen kann. Also ich habe schon einige KI-generierte Bilder von Supermaschinen auf Adobe Stock hochgeladen und die verkaufen sich auch. Ist jetzt kein großes Einkommen oder so, es ist eher ein kleines Taschengeld, aber die Möglichkeit gibt es eben und viele verkaufen ja sehr erfolgreich eben KI-Bilder auf Stock-Plattformen. Und da wollte ich jetzt mal nur kurz so ein bisschen zeigen, was ich da zum Spaß generiert habe. Also auch Landschaftsbilder zum Beispiel. Wie gesagt, das ist jetzt hier natürlich nur die kleine Vorschau. Man kann das natürlich dann herunterladen, beziehungsweise ist es auch in echt, ist das Bild größer, als du es hier jetzt siehst.
Ja, dann habe ich mal, da wollte ich mal was so für Kinder, so ein, für eine Kindergeschichte mal so Bilder generieren, tatsächlich. Ja, da bekomme ich gleich Hunger, wenn ich da diese Donuts sehe. Oder hier diesen Riesendonut, sehr lecker. Hier dann auch wieder mal ein paar Damen, die ich da gemacht habe. Nicht immer nur fotorealistisch, also manchmal auch bewusst in so eine Art, Comic-Stil. Hier habe ich mal zum Spaß einfach ein paar so Roboter und Cyborgs generiert, aber das sieht schon trotzdem ziemlich genial aus. Oder hier unter dem Motto Mensch-Maschine. Also das sieht doch wirklich hammermäßig aus. So eine KI-Assistentin hätte ich auch mal gerne. Ja, also das sind eben Bilder, die man machen kann. Oder auch das, das sieht einfach Hammer aus. Also wirklich genial, was du mit diesem Tool machen kannst. Auf zwei Sachen möchte ich noch eingehen, bevor wir abschließend aufs Pricing noch eingehen. Und zwar, es gibt noch eine Sache, die ziemlich versteckt ist. Ich weiß gar nicht, warum das so versteckt ist. Das ist Consistent Character. Wenn man da draufklickt, das sind eben sogenannte ja, Bildavatare, die eben ja, sozusagen generiert und gespeichert wurden. Ja, und du kannst eben konsistent mit diesen Avataren sozusagen Bilder erzeugen, also dass diese Personen dann immer gleich aussehen. Zum Beispiel, wenn ich hier da diesen Cliff nehme, so sieht Cliff eben aus und Cliff hat eben den Namen M4IN. Und wenn ich jetzt einfach M4IN irgendwo in einem Prompt nutze sozusagen, dann bekomme ich immer ein Bild mit Cliff. Das probieren wir jetzt nochmal schnell aus. Und da könnte ich jetzt sagen, a photo of M4N1 with short hair. Also ich nehme jetzt dieses Kürzel, was eben für diesen Bildavatar steht sozusagen. Ja, Masterpiece, Best Quality. Was soll er machen? Ich sag mal, wearing a blue shirt, walking in the streets of Vienna. Okay, gut, dann generieren wir das. Beziehungsweise gleich mehr Bilder. Nehmen mal vier. So, genau. Und hier haben wir unseren Chris oder, also Cleve, glaube ich, hat er geheißen, mit einem blauen T-Shirt in den Straßen von Wien. Genau. Ja, also so funktioniert das. Und zu den Vorteilen, wie gesagt, eben Stable Diffusion XL haben die meisten Tools jetzt noch nicht integriert. Und das ist einfach so, ja, und Custom Models basierend auf Stable Diffusion XL. Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Da werden natürlich die Tools mitziehen und das wird auch nach und nach in anderen Tools kommen. Aber wie gesagt, Supermaschine war, glaube ich, so ziemlich das erste Tool, das SDXL sozusagen integriert hat. Und der zweite Vorteil, das hast du auch schon im Video gesehen, aber ich habe es nicht direkt angesprochen, ist, wo du das gesehen hast, zum Beispiel mit ja, Damen, die leicht bekleidet sind und so weiter. Supermaschine hat als einziges Tool, das mir bekannt ist, ich kenne kein anderes und ich habe echt schon wirklich viele ausprobiert, hat als einziges Tool keinen FSK 18 Filter. Das heißt, du kannst damit ja wirklich so ziemlich alles generieren, außer es wäre illegal. Also man könnte da Gott sei Dank nicht irgendwie Minderjährige leicht bekleidet oder so irgendwie generieren. Das Gott sei Dank nicht. Das wäre auch ein großes Problem, wenn das so wäre. Aber wenn du als Erwachsener sozusagen hier auch eine nackte Person generieren möchtest, dann wäre das mit Supermaschinen möglich. Das ist in anderen Tools nicht möglich. In anderen Tools ist eigentlich sogar unmöglich, wenn du schreibst irgendwie Sexy Woman, dann hast du meistens schon einen Filter. Oder wenn du schreibst Woman in Bikini geht meistens noch, aber wenn du schreibst in Underwear und so weiter, das würde nicht gehen. Und bei Supermaschinen kannst du da wirklich alles, was im gesetzlich erlaubten Rahmen ist, aber eben ohne diesen FSK 18 Filter. Benötige ich zwar nicht, aber ich habe es natürlich ausprobiert, also es funktioniert gut. Aber wenn ja jemand sowas in die Richtung machen möchte oder das irgendwie benötigt für was weiß ich auch immer, auch das ist möglich und das ist einfach, mir gefällt einfach, auch wenn ich jetzt das selber nicht benötige, gefällt es mir, dass einem die Freiheit gelassen wird, die Option zu haben, wenn man es möchte. Ja, und das war so meine Vorstellung. Wir gehen jetzt nochmal kurz aufs Pricing ein. Und da sieht man, du kannst Supermaschinen, also bei jährlicher Zahlungsweise für ja, 100 Euro pro Jahr, kannst damit 12.000 Bilder zum Beispiel generieren. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Preis. Aber wie gesagt, schau mal in die Videobeschreibung. Denn es könnte sein, dass es ein Spezialangebot gibt. Und das findest du dann eben in der Videobeschreibung oder in meinem Blogbeitrag, in meinem Testbericht.
Ja, und natürlich könntest du es auch monatlich, also du musst jetzt nicht gleich 100 Euro bezahlen, du kannst mal sagen, okay, für einen Monat mal testen und Monat für Monat zahlen, monatlich kündigen. Da geht es dann ab 10 Dollar los. Und das ist halt um einiges günstiger. Ich glaube, bei Midjourney, wenn du das mit dem Stealth Mode verwenden möchtest, ich glaube, 60 Dollar pro Monat kostet das. Stealth Mode bedeutet, dass eben ja kein anderer Zugriff auf deine Bilder hat. Ansonsten ist es bei Midjourney ja überall sozusagen, können alle auf deine Bilder sozusagen zugreifen. Und das ist halt eine großartige Sache. Deswegen Supermaschinen in etwa fünfmal so günstig wie Midjourney. Und kommt jetzt auch dank Stable Diffusion XL an die Bildqualität von Midjourney heran. Ja, das soll es jetzt aber mit diesem Review gewesen sein. Wenn du weitere Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar. Ansonsten, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!